motif, tout nous nous rassembler, nous tout nous avons trouvé, qui moyen nous pour commencer. Willkommen zurück zu unserer zweiten Episode unserer Pazifiküberquerung zu den Marquesas. Heute ist Tag 11, die Nacht war angenehm, wir haben schön 6,5 bis 7 Knoten Speed gemacht. Jetzt schläft der Wind wieder ein bisschen ein und wir machen nur noch 3 Knoten. Aber immerhin, wir kommen vorwärts. Auch die Annette spielt eine wesentliche Rolle in der zweiten Episode. Achtung! Wie viel Seemeilen haben wir denn jetzt ungefähr? 1060. Also über ein Drittel auf jeden Fall. Ja. Wie war unser gestriges Etmal? 28. Gefühlt. Ja. Naja, es waren aber, glaube ich, über 100. Ja, knapp über 100. Die Annette bereitet unser Frühstück vor. Und, ist die Melone noch gut? Die sieht irgendwie aus wie Gummi. Ist ziemlich weich. Ich weiß es nicht. Oh, mal probieren. Das ist nämlich unsere letzte Melone. Mit der Melone, das war nix. Und? Ja, wenn die anderen vielleicht noch leichter gehen mit den Blättern, dann kann die noch. Die andere ist genauso. Beim täglichen Check hat sich herausgestellt, dass vorne der untere Block, der die Genua hält, schon fast ganz losgedreht war und zwei Schrauben von unserem Genua-Förler. Gut, dass ich das wieder mal gemacht habe. Jetzt gibt das kein Problem. Und dann habe ich zwei fliegende Fische gefunden an Deck und, guckt mal hier, den Oktopus, der lag auch mitten auf dem Deck. Also ich frage mich immer, wie die da hinkommen. Vermutung ist, dass es durch die Welle, die ans Boot klatscht, nach oben geschleudert wird. Ja, aber leider ist er schon wieder trocken und außerdem einen alleine reicht auch nicht für ein Essen. Somit tschüss über Bord. Das ist wieder ein herrlicher Segeltag. Wir machen noch ein bisschen Fahrt, 4 Knoten manchmal, kaum Welle. Wenn es jetzt so weitergehen würde, bräuchten wir jetzt noch 20 Tage. Ich habe nochmal alle Anschlüsse kontrolliert, den Dieselfilter. Jetzt will ich hier vorne nochmal den Vorfilter kontrollieren und eventuell nochmal wechseln, weil das Problem, dass unser Motor nach dem Kaltstart kein Gas annimmt, besteht also immer noch. Danach läuft er eigentlich recht gut. Obwohl ich den vor der Fahrt sauber gemacht habe, ist dort doch eine ganz schöne Menge Dreck drin. Also werde ich das jetzt auch wechseln und sauber machen. Tag 12 neigt sich dem Ende entgegen. Es war wieder ein super Segeltag. Den ganzen Tag so ruhiges Wasser, schönen Wind, aber ich glaube mehr als 95 Seemeilen in 24 Stunden werden wir wieder nicht schaffen. Die Annette hat Brot gebacken heute wieder mal. Und jetzt gleich gibt es Spaghetti Bolognese. Ach, da freue ich mich schon drauf. Da hinter dem Schleier seht ihr, die Annette ist auch noch an Bord. Annette steuert uns sicher in die Südsee.
und schreibt nebenbei ein paar Messages. Ah, was ich alles gleichzeitig kann. Ja. Heute kleben wir vorne die Luke vom Badezimmer ab. Bislang hatten wir bei kleinen Wellen schon, dass das Wasser nach innen ins Badezimmer kam. Und um das zu verhindern, weil es jetzt vermutlich bei den Doldrums doch öfter mal regnen soll, kleben wir jetzt die Luke ab. Nicht schön, aber hoffentlich dicht. Schießen so mit 5,5 Knoten durch den Pazifik. Also wenn es nach mir bleibt, kann es so bleiben. Was nach mir bleibt? Wenn es nach mir geht, kann es so bleiben. Ja, meine Weg muss das auch nicht sein. Ein fliegender Fisch. Wieder einer dran geglaubt. Schade. Tschüss. Guckst du, ob meine Ohren sauber sind? Tja. Aber von was werden sollen die denn hier dreckig werden? Keine Ahnung. Die Hubschrauber. Hier mitten. Mitten auf dem Atlantik, auf dem Pazifik. Der Hammer! Hey! Ich komm nicht zu dicht, ja? Hey! Das sieht so aus, als ob jetzt nach 6 Monaten ohne Regen eine Regenfront auf uns zuzieht. Damit beginnen wahrscheinlich auch gleich die Doldrums, die Innerkonvergenz zu. Wir hoffen mal, dass da nicht so viel Wind drin ist. Wir werden natürlich früh genug die Segel raffen. Und der Wind hat auch momentan abgenommen. Die Segel schlagen wieder wie verrückt. Seit 11 Uhr, es ist ein bisschen am Regnen, wir haben alles vorbereitet. Und wenn man sich so die Annette anguckt, guckt euch die mal regnet an. Sie mit mehr. Eieieiei. Ja, aber schau dir das mal an. Und? Schön rot, so vor uns. Oh ja, da kommt noch ein bisschen Regen. Ja, da kommt noch ein bisschen was. Aber es ist halt wenig Wind. Ja, so schlagen hier die Segel, wir schaukeln wie Sau. Wie spät ist es denn? 10 vor 12. Dann bin ich jetzt gleich dran. Ich ja, ich nehme mal an, wir machen gleich den Motor an, weil wir fahren auch nur noch 1,8 Knoten. Ah ja, okay. 6 Uhr morgens. Ja, und es regnet immer noch. Und wir fahren immer noch mit Motor. Die Welle ist aber ganz angenehm, aber der Regen, er könnte jetzt langsam aufhören. Laut Wettervorhersage soll das noch die nächsten 2 Tage so gehen. Es schüttet wie auf Eimer. Jetzt noch 4 Meilen, dann haben wir die theoretische Hälfte erreicht. Dann sind es nur noch 1400
400 Seemeilen des Meteoriten. Und das genau nach 14 Tagen. Draußen sieht es immer noch so aus. Es regnet und regnet und kein Wind. Also gibt es heute Frühstück hier drinnen. Es ist ganz angenehm, 26 Grad. Schaukelt ein bisschen nur. Also das ist schon okay. Unser Abkleben hat wohl irgendwie nichts genutzt. Hier vorne läuft das Wasser rein. Und nicht wenig. Wir müssen das hier alle 3 Stunden ausbringen. Da muss ich da oben wohl doch mal mit Sikaflex angehen. Oh, was war das denn heute Nacht? Vorhergesagt waren 0 bis 5 Knoten drehende Winde. Und es zogen dann ein paar Schauer durch. Ich wurde pitschenass. Und dann haben wir plötzlich jetzt Südwind mit 20 bis 25 Knoten Wind. Also da stimmte überhaupt nicht die Wettervorhersage. Also es war eine ungemütliche Nacht, muss ich euch sagen. Und es tobt immer noch. Wir sind im zweiten Reff und fahren 90 Grad zum Wind gen Westen. Wir wollen eigentlich gen Süden, aber wir fahren gen Westen. Aber jetzt ist es hell. Jetzt hoffen wir, dass das bald ein bisschen nachlässt und wir wieder auf Südkurs gehen können. Dem Wetter, da versucht die Annette uns jetzt ein Kaffee zu kochen, weil dann sieht der Tag wieder viel besser aus, wenn man erstmal Koffein drin hat. Hart am Wind geht's aus den Doldrums raus. Sieht unangenehm, aber dafür können wir nachher wahrscheinlich schön vom Wind ablaufen. Morgen, Tag 16. Ich sag euch, was ein Ritt. Man fühlt sich wie beim Rodeo. Seit 24 Stunden haben wir jetzt schon Südwind, kämpfen also hart gegen den Wind, um möglichst weit Richtung Süden zu kommen. Die Wellen kommen von allen Seiten. Die Limelight, die wie ein alter Ochse springt die hier hin und her. Also gemütlich ist was anderes. Also zumindest hat es nicht geregnet. Die Sonne kommt jetzt raus. Aber wir hoffen, dass der Wind jetzt endlich ein bisschen auf Ost dreht, sodass wir vor dem Wind ablaufen können Richtung Lugi. Es sieht so aus, als ob wir die Doldrums hinter uns haben. Aber sie waren halt nicht so, wie wir das gehört haben oder wie ich es gelesen habe. Normalerweise 2-3 Tage, kein Wind, ganz ruhiges Wasser, haben wir so nicht erlebt. Wenig Wind, ja, aber dass es so richtig glatt und flach war, das haben wir nicht erlebt. So, hier ist noch 1200 Meilen nach Nuku'iwa. Ich werde jetzt mal einen Kaffee kochen und dann werde ich die Annette wecken. Gleich gibt es ein verspätetes Frühstück und wir interviewen jetzt mal die Annette
Annette, wie ist es so am 16. Tag? Also die letzten zwei Tage war es jetzt nicht mehr ganz so schön, obwohl, nee, es ist eigentlich schon mehr. Der Tag, als der Regen anfing und nicht wieder enden wollte, war schon mal nicht ganz schick. Jetzt haben wir keinen Regen mehr, aber die Wellen sind relativ hoch und unregelmäßig. Hat am Wind immer 15 bis 22 Knoten. Aber noch zwei Tage, dann sind wir am Äquator und dann wird bestimmt alles besser. Bestimmt. Dann ist wieder alles schick. Okay. Zeige ich euch mal kurz, wie es draußen aussieht. Weil wir jetzt ganz offen sind. Ja, wir sind jetzt zum Frühstücken, sind da ein bisschen abgefallen. Müssen wir ein bisschen Ruhe ins Schiff bringen. Da hinten kocht unser Eierwasser. Ah, da sieht man mal ganz schön, wie man so schaukelt. Ja, leider haben wir ein Problem. Unser Unterwand an Steuerbordseite ist eine Kanäle gerissen schon. Aber da müssen wir jetzt unbedingt darauf achten, dass wir nicht mehr auf Backbordbug so mit vollen Segeln bei dem Wind segeln. Schitte! Knoten und wir können leider den Kurs nach Nukuhiva nicht anlegen. Wir müssten eigentlich 230 Grad fahren aber die ganze Zeit 260. Jetzt mittlerweile aber das ist natürlich blöd. Irgendwann müssen wir weitere Kurse. Ziemlich starke Wellen, also richtig ungemütlich. Sonne geht jetzt gleich auf. Gerade eine Welle hinten ins Cockpit geschaufelt und Michael hat sie schon mal aufgewischt. Heute gibt es Lapskaus mit Spiegelei oder Rührei. Kaputtem Ei. Stimmt. Und Gurken. Komm schon. Ah,
Salz. Das ist jetzt hier unser Gewürzschrank. Da kommt unten schon einer von sich alleine aus. Aber guckt euch das an. Stell dir vor, das benutzt du tatsächlich auch alles. Wenn wir die Annette nicht hätten, ja. Dann gibt es hier nur Ravioli aus der Dose. Wie geht's? So schnell kann es kommen. Eben herrliches Segeln. Und dann schwupp, friert die Annette. Und es regnet. Ich glaube, hier ist kalt. Das ist arschkalt. Okay, jetzt zieh ich mal meine Jacke an, ja? Ja. Tag 18, eigentlich sollte der Wind nachlassen und Regenschauer waren auch nicht angesagt. Aber wir hatten gerade 28 Knoten Wind und jetzt kommt hier richtig ein Regenschauer runter. Schönes zu essen. Ach, die sitzt da unten. Da unten sitzt sie. Ja. Und die ist lustig, eine Schifffahrt, die schön. Ja, da kann man nämlich ja in den Regen Sachsen sehen. Holla hi, holla ho, holla hi, ai, ai, holla ho. Aber jetzt muss ich mich konzentrieren. Hier kann man sehr gut sehen, was wir für ein Problem haben. Und zwar ist es momentan die Strömung. Die rote Linie ist die Rechtvorausrichtung des Schiffes und die grüne Linie ist die tatsichere Richtung, die wir fahren. Wir steuern momentan 188 Grad Kompasskurs und fahren tatsächlich 220 oder 230 Grad. Das bedeutet eine Abdrift von fast 40 Grad. Deswegen sind wir die ganze Zeit hart am Wind. Was sehr anstrengend ist, also die Wellen kommen immer von der Seite oder von vorne und wir könnten den Kurs auf Nukuhiva nicht richtig anlegen. Erst seit letzter Nacht sind wir jetzt auf Direktkurs Nukuhiva noch 884 Seemeilen.